Und dann rufe ich auf den Punkt 96, erste Lesung, dringlicher Gesetzentwurf, Fraktion der CDU, Bündnis 90 Die Grünen, Fraktion der SPD, FDP, Gesetz über die Gewährung einer Energiepreispauschale für versorgungsberechtigte Personen. Das ist die Drucksache 20-9350. Gemeinsam mit der zweiten Lesung, dringlicher Gesetzentwurf, Fraktion der CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD und FDP, Drucksache 20-9350. Den Gesetzentwurf bringt ein der Kollege Alexander Bauer. Bitte sehr. Hochverehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf im Namen der einbringenden demokratischen Fraktionen ganz kurz diesen Gesetzentwurf erläutern. Er ist ja auf Grundlage dessen entstanden, dass der Bund Regelungen getroffen hat zur entsprechenden Sicherung von bezahlbarer Energieversorgung und zur Stärkung der Einkommen, dass nämlich eine Zahlung ausgekehrt wird, eine sogenannte Energiepreispauschale in Höhe von 300 €, die von Bundesseite aus allen Rentnerinnen und Rentnern ausgezahlt werden soll. Das ist eine gute Maßnahme, die kurzfristig und auch singulär, weil es eine einmalige Sache ist, die Not etwas lindert. Aber natürlich ist es ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber auch diese Maßnahme ist gut und wichtig und wird von uns auch entsprechend unterstützt, meine Damen und Herren. Ganz anders muss man die Dinge regeln. Also während diese eine Maßnahme für die Rentnerinnen und Rentner an dem Einkommensrecht angedockt werden kann und da auch geregelt werden kann, ist die Maßnahme für die Bediensteten auf Landesseite und auf kommunaler Seite eine Angelegenheit, die im zuständigen Dienstrecht der Länder geregelt werden muss. Und das bringt uns in die Lage oder in die entsprechende Situation, dass wir für die entsprechende Entschädigungsleistung, die wir zahlen wollen, für diese Gruppen dann unsere eigenen landesspezifischen Regelungen treffen müssen. Und auf dieser Grundlage ist eben dieser Gesetzentwurf entstanden, der im Übrigen ja auch eine wichtige Maßnahme ist, die auch von den Gewerkschaften entsprechend gefordert wurden, dass die Versorgungsempfänger nämlich auch in den Genuss dieser Maßnahme kommen. Denn die Belastungen, die diese Energiekrise mit sich bringt, die trifft ja nicht nur die Menschen, die in Lohn und Brot sind, die Arbeitende sind oder auch Steuern zahlen, sondern genauso Studierende und Rentnerinnen und Rentner zu Hause. Und die dürfen eben nicht vergessen werden. Und dafür sorgen wir, meine Damen und Herren. Diese Pauschale, die jetzt ausgezahlt wird, kostet uns 17 Millionen € für ca. 58.000 Anspruchsberechtigte. Und sie wird, wie gesagt, in das entsprechende Dienstrecht eingepflegt. Und deshalb bitte ich um entsprechende Beratung und Zustimmung für ein beschleunigtes Verfahren, damit wir die Auszahlung auch zeitnah durchführen können, damit nämlich die hessischen Versorgungsempfängerinnen und Empfänger genauso wie die Kommunalbediensteten diese entsprechende Energiepreispauschale von 300 € erhalten können. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Bauer. Meine Damen und Herren, ich komme noch einmal kurz zurück auf den Punkt 89, Landesschuldenausschuss. Der Kollege Kaufmann war so überzeugend, dass wir gar nicht gewagt haben, abzustimmen über die Beschlussempfehlung. Wir haben es zur Kenntnis genommen. Deshalb, ja, das macht ja nichts. Ab und zu muss man sich auch mal wundern, Kollege Schalauske. Das gehört dazu hier im Geschäft. Dann stimme ich jetzt über die Beschlussempfehlung noch einmal ab zwischendurch. Wer für die Beschlussempfehlung zu dem Punkt Landesschuldenausschuss ist, Top 89 bitte ich ums Handzeichen. Das ist CDU, Bündnis 90 Die Grüne und die AfD. Und der fraktionslose Kollege, wer ist dagegen? Das ist die SPD und die FDP und die Linke. Gut, damit ist das jetzt auch noch nachgeholt worden. So, jetzt geht es weiter in der Beratung, Top 96 mit 99. Kollege Lischert hat das Wort, AfD-Fraktion. Danke sehr, Herr Präsident. Tja, im Grunde genommen ist dieser Gesetzentwurf natürlich unspektakulär. Es geht im Grunde um eine Gleichbehandlung der versorgungsberechtigten Personen. Und gegen Gleichbehandlung kann natürlich niemand etwas haben. Aber genau weil das so ist, muss doch die Frage erlaubt sein, warum dieser Gesetzentwurf eigentlich nicht von der Landesregierung eingebracht wurde. Offenkundig konnten die vier einbringenden Fraktionen der Versuchung nicht widerstehen, sich hier als Wohltäter zu inszenieren. Und
Nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass Unsicherheit aufkommen könnte, ob ich hier zum Thema spreche. Natürlich müssen wir auch den Kontext, in dem dieser Gesetzentwurf steht, hier betrachten, um bewerten zu können, ob diese Maßnahme denn tatsächlich wirksam und ausreichend ist. Und Herr Bauer hat es ja ehrlicherweise selbst gesagt, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das macht diesen Tropfen nicht falsch, aber wie gesagt, es geht hier um eine Reaktion auf die gewaltigen energiepolitischen, wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen, die Folgen willkürlicher politischer Entscheidungen sind. Meine Damen und Herren, man kann es nicht oft genug wiederholen. Werden diese 300 € Energiepreispauschale nun wirklich eine Wirkung bei den Bürgern und versorgungsberechtigten Personen haben? Wir alle kennen das gängige Narrativ, was uns ja aus den ach so vielfältigen selbsternannten Qualitätsmedien da entgegentrompetet wird. Die Energiekrise ist eine Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Das wird uns gesagt, Tag ein, Tag aus. Und dieses Narrativ ist falsch, meine Damen und Herren. Woher wissen wir das? Von der EU. Ja, sieh mal einer, guck. Wir wissen das von der EU, denn am 13. Oktober 2021, also über 4 Monate vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine, wurde die sogenannte Energietoolbox veröffentlicht, mit dem Ziel, die stark steigenden Energiepreise und auch damals schon extrem hohen Inflationsraten zu dämpfen. Der russische Angriff wirkt daher als Brandbeschleuniger, keine Frage. Aber das Feuer wurde in Berlin und Brüssel gelegt, meine Damen und Herren. Jegliche Energiepreispauschalen, Preisdeckel und was man sich da vielleicht sonst noch ausdenken kann, ja, das senkt die Belastung der Verbraucher, aber es bleibt letzten Endes Linderung der Symptome bestenfalls. Es ist keine Behandlung der Ursachen. Ja, wenn das eine Verschwörung ist, dann bitte schön, wer ist denn hier der Verschwörungstheoretiker? Prüfen Sie einfach die Fakten. Das spricht für sich selbst. Und die Ursache dieser Energiepreisexplosion ist, dass wir uns von der Abhängigkeit von billigem russischem Gas lösen wollen und uns stattdessen in die Abhängigkeit von sehr teurem US-amerikanischem Fracking-Gas und Flüssiggas von arabischen Despotien am Golf begeben wollen. So sieht es doch aus. Noch im Dezember letzten Jahres sprach die International Organization for Migration davon, dass der Krieg im Jemen die größte humanitäre Katastrophe derzeit sei. Dort tobt ein Stellvertreterkrieg. Wer mischt dort insbesondere mit? Saudi-Arabien und die Golfstaaten. Und genau dort geben sich westliche Politiker die Klinke in die Hand, betteln nach Öl und Gas. Meine Damen und Herren, das heißt, moralische Überlegungen können hier ganz offensichtlich nicht die handlungsleitenden Faktoren sein. Ich habe hier bereits dargelegt, dass das Ziel deutscher Politik natürlich sein muss, möglichst schnell Frieden in der Ukraine zu schaffen. Die Friedenswahrscheinlichkeiten sind aber durch den Anschlag auf Nord Stream 2 und 1 deutlich gesenkt worden. Gerade dann, wenn die Gasspeicher zwar voll sind, aber wir wissen, dass wir damit trotzdem nicht über den Winter kommen. Gerade dann, wenn die militärische Lage in der Ukraine es für die Russen ja attraktiv machen würde, endlich in Verhandlungen einzutreten, gerade dann wird Nord Stream 1 und 2 gesprengt. Wir sind natürlich nicht hier, um haltlose Spekulationen anzustellen, aber es heißt doch immer so gern Folge der Wissenschaft. Und dann hören wir doch mal der Wissenschaft zu, zum Beispiel Professor Sachs. Der ist nämlich kein Außenseiter oder abseitiger Aluhutträger. Er ist vielmehr Direktor des Centers for Sustainable Development an der Columbia University in New York. Und er stellt fest, dass der plausibelste Täter höchstwahrscheinlich die US-Regierung und ihre Verbündeten sind. Meine Damen und Herren, ich möchte noch einmal deutlich machen, wir sollten uns hier nicht in wüste Spekulationen ergehen. Aber ebenso wüste Spekulation ist es, die Verantwortung Russland zuzuschieben, ohne dass wir Beweise und Indizien dafür haben. Und damit komme ich zum Schluss.
Dieser Anschlag ist schlechte Nachrichten für den Frieden und auch für die besorgungsberechtigten Personen in unserem Land. Und das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir Notmaßnahmen gegen fehlgeleitete Politik in Berlin und Brüssel hier diskutieren müssen. Ich danke Ihnen. Danke, Herr Lichert. Für die FDP hat sich Herr Müller zu Wort gemeldet. Zurückgezogen. Wir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir sind am Ende der Aussprache angelangt. Aber selbstverständlich, Entschuldigung. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, in aller Kürze. Ich will noch einmal feststellen, weil es da offensichtlich bei der AfD-Fraktion ein paar Dinge gibt, die ich hier nicht alle klarstellen möchte, aber wenigstens eine. Ich möchte noch einmal feststellen, dass die Ukraine Opfer eines brutalen Krieges durch die Russische Föderation und durch den Diktator Putin sind. Mehr werde ich zu dem wirren Zeug, was ich gerade gehört habe, nicht sagen. Es ist keine Inszenierung, wenn die Fraktionen hier einen Gesetzentwurf einbringen, sondern es dient der Beschleunigung. Ich freue mich, Herr Kollege Rudolph, dass die SPD-Fraktion auch einmal in den Genuss einer Formulierungshilfe des hessischen Innenministeriums gekommen ist. Im Übrigen dient dieses Gesetz am Ende der Umsetzung der Energiepreispauschale, die auf der Bundesebene an vielen anderen Stellen sozusagen umgesetzt worden ist, aber für die versorgungsberechtigten Personen bei uns im Lande nicht umgesetzt werden konnte. Das werden wir mit diesem Gesetz nunmehr umsetzen für 85.000 Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, die Gewährung einer Energiepreispauschale. Die Hessische Landesregierung unterstützt den Gesetzentwurf und freut sich über die weitere Beratung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Jetzt sind wir wirklich am Ende der Aussprache angelangt. Seitens der Fraktionen besteht Einigkeit, dass wir versuchen, nach der ersten Lesung ohne Ausschussüberweisung direkt in die zweite Lesung überzugehen. Nach § 14 Absatz 1 der Geschäftsordnung kann der Landtag am Schluss der ersten Lesung den Gesetzentwurf ohne Ausschussüberweisung annehmen, ablehnen oder für erledigt erklären. Ich frage daher in die Runde, wird der Antrag nach § 14 Absatz 1 Geschäftsordnung gestellt, über den Gesetzentwurf in erster Lesung abzustimmen? Ja, wir beantragen, dass wir gleich in die zweite Lesung eintreten und dann über den Gesetzentwurf abstimmen nach § 14 Geschäftsordnung. Danke, Herr Frömmrich. Herr Bellino, das hat sich damit erledigt, dachte ich mir. Vielen Dank für den Antrag. Dann lasse ich nun über den Dringlichen Gesetzentwurf mit der Drucksache 209350 in erster Lesung abstimmen. Wer ist für die Annahme? Das sind AfD, FDP, fraktionslos, CDU, Grüne, ich hätte auch sagen können SPD, Linke, das gesamte Haus. Vielen Dank. Die Frage nach Gegenstimmen und Enthaltungen fällt damit. Damit ist der Gesetzentwurf in erster Lesung angenommen. Meine Damen und Herren, ich stelle fest, dass nach § 14 Absatz 2 der Geschäftsordnung ein Antrag auf Ausschussüberweisung nicht gestellt wurde. Nach § 14 Absatz 3 unserer Geschäftsordnung kann der Landtag nun auf Antrag einer Fraktion oder von mindestens 5 Abgeordneten mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder beschließen, ohne Ausschussüberweisung in die zweite Lesung einzutreten. Ich frage daher, wird ein entsprechender Antrag gestellt? Diesmal nehme ich Habe ich auch Glück gehabt. Ja, ich wiederhole das gerne noch einmal. Wir stellen den Antrag. Vielen Dank. Ich stelle fest, dieser Antrag wurde gestellt. Auch hierüber lasse ich nun abstimmen. Wer ist dafür, dass nach Abschluss der ersten Lesung direkt in die zweite Lesung eingetreten wird? Es ist das gesamte Haus. Damit entfällt die Frage nach Ablehnung oder Enthaltung.
Da die Zweidrittelmehrheit gegeben ist, können wir unmittelbar in die zweite Lesung eintreten. Ich rufe daher den Tagesordnungspunkt 99 auf. Das ist jetzt die zweite Lesung des Dringlichen Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU, Bündnis 90 Die Grünen, der SPD und der Freien Demokraten für ein Gesetz über die Gewährung einer Energiepreispauschale für versorgungsberechtigte Personen, EPP Hessen, Drucksache 19/3550. Es wurde vereinbart, dass die zweite Lesung ohne Aussprache stattfindet. Ich sehe hierzu keinen Widerspruch. Dann stelle ich fest, dass damit die zweite Lesung stattgefunden hat und wir unmittelbar in die Abstimmung in zweiter Lesung eintreten können. Wer ist für die Annahme des Gesetzentwurfs in zweiter Lesung? Das ist ebenfalls das gesamte Haus. Niemand ist dagegen, niemand enthält sich der Stimme. Ich stelle fest, dass damit der dringliche Gesetzentwurf Drucksache 19/3550 mit der Mehrheit des Hauses angenommen und zum Gesetz erhoben ist. Vielen Dank für die konstruktive Mitarbeit. Wir sind am Ende der Tagesordnung für den Vormittag angekommen und ich verabschiede Sie in die Mittagspause. Können wir trotzdem 15 Uhr sagen, dass wir weiterarbeiten? Kein Widerspruch. Also Pause bis 15 Uhr. Schöne Pause.